Möchtest du das Spiel speichern, dann lauf mal zackig weiter. Ein Ninja muss immer weiter trainieren. Okay, was sagt meine Schriftrolle als nächstes? Mal sehen. Ein wahrer Ninja muss die Kunst der Sabotage lernen. Okay, also was, einfach etwas finden und es kaputt machen? Was kann ich kaputt machen? Natürlich, ich kann alles über Sabotage vom Ammo-Baron lernen. Er liebt Sabotage und er hat alle möglichen empfindlichen Geräte herumliegen. Er sollte leicht zu finden sein. Immerhin kommt es mir so vor, als schwebten seine Schiffe seit Jahren da oben. Ich werde ihm einen Besuch abstatten. Es ist Ninja-Zeit. Tja, damit muss ich erstmal mit den Teppichen zu ihm reisen. Also dann, red to go. Ich brauche einen Teppich, um zum Ammo-Baron zu reisen. Ich glaube, was ich vergessen habe noch zu sagen bei Friends to the Ants, ich fand die eine Szene echt schön hier, als man hier mit Rotty Tops gespielt hat und dann hat ihre Zombie-Seite hier ihre menschliche Seite gesehen. Fand ich ein sehr cooles Easter Egg aus Pirates Curse, ja. Mit die beste Szene des DLCs, fand ich. Das Spielbare ist so lala gewesen, aber hier die eine Szene, die hat da schon was hergerissen. Da muss ich schnell teleportieren. Immerhin, ich habe es hier rechtzeitig geschafft, den Dream Squid mitzunehmen und auch ihn hier immer vom Teppich zu kehren. Die reißen mal komplett anders als davor, glaube ich. Der Dream Squid fliegt ja einfach in der Luft. Die Dinger stürzen ab, ich setze mich einfach mal drauf. Ja, als Ninja tun mir Explosionen ja nichts an, ich führe sie nur aus. Hier geht auch ein, da ist der letzte, da musste ich nicht mal teleportieren, beinahe hätte ich es gemacht. Schön weiter da entlang. Wir haben das Maximallevel wieder erreicht, das ist ganz gut. Den auch noch erwischt. Ja, der geht von selber runter. Deswegen, ich lasse es mal so auf den Teppich drauf. Jetzt mal gespannt, wie sehr das jetzt alles reicht gegen Twitch und Vinegar. Halt, wer ist da? Ich bin ein Ninja. Niemand darf einen Schritt weitergehen. Befehle des Ammo-Barons. Zerstören wir das, was auch immer es ist. Twitch und Vinegar. Ammo-Baron, schlechte Mädchen. Ich glaube, da fehlt ein Apostroph. So, erstmal mit dem Schwert hier kaschieren. Jetzt kommt sie hier. Die wird ein bisschen hartnäckig, denke ich mal, mit dem Blaster geschossen. Gerade so rechtzeitig wegteleportiert. Aber hier kann ich beide ganz gut attackieren. Jetzt kommt sie mit den Bomben. Schmeißt mich hier voll ab mit dem Ding. Na warte, dafür gibt's was mit dem Schwert. Und jetzt kommen nochmal beide. Jetzt muss ich hier vor dem Todesstrahl aufpassen, aber das geht ja noch einigermaßen. Ja, einfach hier weg. Ich kann nicht nach unten teleportieren mit ihren Fähigkeiten, musste ich gerade feststellen. So, sie ist abgestürzt, das ging doch schon mal ganz gut. Aber ja, jetzt muss ich vor ihren Blastern aufpassen. Da werfe ich jetzt einfach mal ein paar Wurfsterne, weil ich denke, das ist das Sicherste. Solange ich hier noch drei Stück habe. Ich gehe nämlich davon aus, das wird gegen sie sehr, sehr holprig. Siehst du ja, ich kann mich kaum annähern, weil ich nur so wenig Herzen habe und halt auch mein Level langsam aber sicher verliere. Ich habe nur noch ein einziges Herz. Ich habe jetzt leider zu sehr mit dem Schwert riskiert. Jetzt habe ich nur noch... Die wird mich hier richtig klein machen. Aber ich habe auch keine Chance, um sie zu treffen. Also mit dem Zopf ging es halt noch leichter als jetzt immer mit diesen Schwertern, ja. Der Risky Boot schon ein Problem und bei Friends to the End. Am Ende hast du ja auch einen gebraucht, der einen Fernkampf konnte. So, sie ist abgestürzt. Die war wirklich, wirklich schwer. Bislang der schwerste Gegner tatsächlich sie hier in dieser langen Rakete da. Na, wenigstens bin ich jetzt beim Ammo-Baron. Möchtest du das Spiel speichern? Ich will das nicht nochmal durchleben müssen. Dieses Teppichrennen, das dauert. Tja, vollkommen ausgelaugt bin ich jetzt hier auf dem Schiff des Ammo-Barons. Jetzt habe ich wieder alle Herzen. Hat mir richtig viel Leben abgezogen. 4 Stück. Das war mal anders, ja.
Also ich darf jetzt auch vor diesen ganzen Männern des Ammo-Barons zittern, das ist toll. Gehe ich da jetzt mal rein, ich teleportiere mich darüber. Ein Level up schon mal, aber das wird, wie gesagt, schwierig, wenn die jetzt tatsächlich so viel Schaden machen. Immerhin, ich brauche jetzt, ich muss in Topform auflaufen, wenn ich hier beim Ammo-Baron bin. Und am besten gar keinen mehr von denen berühren und nur aus der Ferne wegmachen. Das Ding hat auch richtig viel durchgehalten, also irgendwas stimmt auf seinem Schiff nicht. Ich teleportiere durch. Ich glaube, die Strahlen verschwinden ähnlich, ist ähnlich wie bei Ruddy Tops. Teleportiere ich auch mal durch, ich will ja hier nicht auf sie treffen, ja. Vermeide, was nur geht. Also hier wirklich, die sind richtig, richtig schlimm. Da oben ist hier noch ein Dream Squid, da teleportiere ich einfach mal schnell hin und dann hole ich den Topf auf dem Rückweg. Ja, ich kann hier variieren, wenn ich möchte. Kanone wegmachen und zwar schnell. Mich nochmal geduckt, weil ich ein Ninja bin. Jetzt kann ich auch schneller schlagen. Das dürfte mir hier in allen Lebensformen weiterhelfen. Gut, dass das Ding weg ist. Das war wichtiger als hier der Kleine. Den kann ich hier auch mit geduckter Position schnell abräumen. Und das Ding wegmachen. Oh, das ist mitten in mir drin erschienen. Jetzt darf ich wieder alles von vorne machen. Naja, ich kann hinflitzen, ja, das geht. Also zumindest bei einem muss ich warten, bis er aus ist, dann kann ich da ein bisschen problemlos durch. Weg damit. Und die kleine Kanone als nächstes. In geduckter Position arbeitet man sich gut voran, da teleportiere ich einfach durch. Ich will nur den Squid, das reicht mir. Ansonsten bin ich gerade hier ganz zufrieden damit, wie viel ich habe. Oder was ich nicht habe. So, den habe ich. Dann nochmal da runter, da kurz reingeschaut. Nö, das sind zu viele. Den gerade noch rechtzeitig abgeräumt, als er hier begrüßen wollte. Weil darüber. Oh, gerade über die Kanone drüber. Gut, dass die keinen Schaden gemacht hat, als sie gerade hochgefahren ist. So, und ab ins Innere des Schiffs. Gott sei Dank. Möchtest du das Spiel speichern? Renn nicht so viel, das ist ungesund. Also dann den schnell wegmachen, während er nicht hinschaut. Das Teil abwerfen, so und jetzt hier hoch teleportieren. Ja, das wären jetzt viele Gegner. Erstmal hier oben sichern. Lauf mit ihnen mit. Wenn ich auf seiner Ebene bin, da bin ich sicher. Also ich möchte halt jetzt wirklich nicht gegen sie kämpfen. Im Normalfall schon. Aber es ist halt gefährlich. Gut, dass man da hoch teleportieren kann. Da wartet hier einfach so der Dream Squid darauf abgeholt zu werden. Nehme ich alles mit und wieder runter. Da dieses ganze Gegner-Krabal hat jetzt danach aufgehört. Den werfe ich ab. Aber ich kriege ihn nicht. Deswegen, ich mach's mal so mit Ninja Vanish. Er hat ein bisschen was fallen lassen. Den abräumen. So, jetzt kommt der Granatenmann. Mal sehen, wenn ich da durch teleportieren. Dann bin ich direkt vor ihm, aber das hat jetzt nicht geholfen. 4 Leben weniger. Also ein ganzes Herz gerechnet. Voll in die Zacken rein. Das darf einem Ninja nicht passieren, wenn er hier auch in der Ausbildung ist. Ja, das ist jetzt wieder mal ein bisschen problematisch zum Teleportieren, siehst du. Jetzt hat's mich erwischt. Ich muss das halt am äußersten Rand machen, weil sonst wird das Ganze noch viel schlimmer. Den hau ich mal schnell nieder. Ich hoffe, der bleibt dann auch verschwunden, wenn ich das mache. Also ich muss erstmal da runterklettern, um hier ins Wasser zu kommen. Ich bin durch die Wand gefallen. Kann man als Ninja mal machen, ja. So, da klettere ich mal rauf, mal schauen, wo ich hin muss. Ich weiß, ich glaube, da komme ich nicht hin, also auch nicht mit Teleportation. Erstmal tauchen und schwimmen. Hier ins Innere rein.
Das hilft auch nichts. Ich muss hier bis ganz an den Rand ran. Ja, dann werde ich halt hier hochklettern, ja, was man nicht alles tut. Nicht mehr festhalten durch die Lücke. Mal sehen, da kann ich mich hochteleportieren, dann kürze ich das gleich. Aber das hat mir nichts geholfen, weil wenn, dann müsste ich da oben auch erscheinen und da knall ich gegen die Metallwand. So, das haben wir. Jetzt auch durch einen eleganten Wandsprung machen können, aber ich wollte nicht. Also dann jetzt rübergeeilt, ich habe alles, ich muss hier nichts weiter zerdeppern, Dream Squid abholen und wieder fallen lassen, dann bin ich hier raus aus dem Abschnitt. Da hoch. Ja, wunderbar, der bleibt verschwunden, ja. Konnte ich jetzt nicht lang warten, bin natürlich wieder in ihm gelandet, ja. Du kannst halt da nicht wirklich vorhersagen, was passiert mit dem Warp. Habe ich abgeschmissen, dann komme ich jetzt auch im nächsten Versuch rüber. Wenigstens die Dinger schalten sich an und aus. Hat mich trotzdem getroffen, dafür räume ich ihn ab. So, der nächste ist fort. Kurz das Herz holen, da bin ich wenigstens sicher. Die beiden abschmeißen, so, er wird ein Problem. Er hat sich selbst kalt gestellt, erstmal warten, bis das Ding weg ist. So, jetzt hole ich dich im Nahkampf, den schmeiße ich ab. Lass mich fallen. Den müsste ich eigentlich auch hier durch meine Ninja-Fähigkeiten kriegen. Alles halb so wild und gleich hierauf. Da hat mich irgendeiner abgeschmissen von den Halunken. Aber jetzt bin ich bereit, da teleportiere ich durch, komme hier zum Dream Squid. Hatte genau die richtige Höhe dafür, weg da von der Säge. Schon wieder so einer. Hört auf, mich hier mit euren Feuerwerksknallern zu beschmeißen, das ist nicht freundlich, vor allem es tut saumäßig weh. Also dann, der wird auch gefährlich, erstmal runterschmeißen lassen, ja, ihn walten lassen und dann hole ich ihn mir. Oh, das war knapp gegen die Säge. Teleportiere mich zu dir hoch. Was für ein gefährliches Areal, ehrlich. Den habe ich. Ich gehe da einfach weiter. Auch mit einem Herzen weniger sollte das gehen, aber ich kriege auch hier ein großes nach. So, das zerstöre ich jetzt. Leider fehlt mir genau ein Juwel, damit wir hier mit voller Macht hier gegen den Amo-Baron antreten könnten. Und das kriegen wir schon hin. Erstmal muss das Schiff abstürzen. Möchtest du das Spiel speichern? Auch als Level 3er hat man gegen den Amo-Baron eine Chance. Alle abgestürzt, außer sie. Autsch! Blamcracker-Rooney, was zum Teufel war das? Ich habe deinen Luftschiffmotor sabotiert. Ich bin ein Ninja. Ach ja? Ja, ich möchte die Kunst der Sabotage lernen, damit ich genau wie du bin, Amo-Baron. Nun, ich fühle mich geschmeichelt. Niemand hat sich je für die Arbeit von Amo-Baron interessiert. Ich werde dir einen Gefallen tun, Partner. Männer, versammelt euch auf der Stelle. Zum Luftkampfmodus wechseln. Moment, das ist kein Gefallen. Das ist immer noch kein Gefallen. Boom, das sind hochmoderne Uniformen aus Fasern vom fliegenden Teppich. Schau mal, ob du meine Wenigkeit sabotieren kannst. Na los, halte dich nicht zurück. Amo-Baron, geschmeichelter fliegender Gefährte. Ey, wir sind jetzt Freunde mit dem Amo-Baron. Ah, die kriege ich mit einem Schlag weg. Und sogar ein Level Up. Und ein Level Down. So, aber dich kriege ich schon. Erstmal hier richtig mit dem Messer reingestanzt. Ja, ich kann jetzt hier auch teleportieren. Das macht hier zumindest den Artillerie-Modus deutlich angenehmer. Ja, die werden mich jetzt nicht mehr erwischen.
Aber dafür, ich kann gefühlt immer nur einen einzigen hier erledigen mit dem Schwert. Das macht das Ganze nicht so leicht hier gegen seine Formation. Ich schmeiß die einfach ab mit dem Wurfstern, ja. Macht es ein bisschen leichter, hier schnell zum Ammo-Baron vorzukommen. Dann machen mir auch seine Angriffe nichts, aber ich bin trotzdem aufgelaufen. Nee, ich werde mir das aufsparen. Moment mal, der ist gerade abgesunken, dann greife ich ihn an. Der Einzelne, der da kreist, der ist mir egal. Ja, deutlich angenehmer hier gegen ihn zu kämpfen, muss man so freiwillig so zugeben. So, und jetzt die Wurfsterne. Mal schauen, wie viel ich abräumen kann in der Zeit. Teleportiere da mal durch, dann kann ich ihn angreifen, solange hier unten ist. Einfach reinstechen, ja, das reicht schon. Er geht auch nicht weg, also er bleibt einfach freiwillig bei mir. Jetzt bin ich aus der Puste, weil das hat ein bisschen gedauert, bis er hier explodiert, aber ansonsten... Ich meine, die Ausdauer muss man ja auch steigern, da sind sie wieder in Herzunterhosen. Ich habe es geschafft. Echt. Spürst du jetzt den Zorn des Ninjas? Ich fühle Schmerz. Gut, dass die Sanitäterinnen ankommen. Dann bringt ihn mal weg da. Diesen guten Gefährten von mir, er muss wieder auf die Beine kommen. Haha, ja. Ich habe die Kunst der Sabotage gelernt. Ich bin einen Schritt näher dran, ein wahrer Ninja-Meister zu werden. Na dann, auf ins Portal hier an den nächsten Ort. Jetzt kommt Hypnobarons Burg. Da ist sie verschwunden.